Grüßt euch und willkommen zu einem neuen Video von Polytoxopam. 3-FDCK oder 3-Fluor des Chloroketamin ist ein fluorsubstituiertes Ketaminderivat mit Fluoranbindung statt Chlor an dritter Stelle des Phenylrings, also Fluorphenyl statt Chlorphenyl, wie es beim normalen Ketamin vorliegt. Es gibt auch fluorfreies Deschloroketamin, also nur DCK. Das sind alles rundum Forschungssubstanzen, also Ketamin ist nicht nur ein Pferdebetäubungsmittel. Medizinisches Ketamin wird auch in der Humananästhesie angewendet und das auch sehr erfolgreich und verträglich. Außerordentliche Langzeitstudien zu modifiziertem bzw. substituiertem Ketamin gibt es nicht. Es gibt aber Rattenversuche, wo man die Pharmakologie etwas erörtert hat. Es wirkt bei Menschen als Antagonist an muskarinischen und nikotinischen Acetylcholinrezeptoren, bindet Natrium- und Kaliumkanäle, aktiviert hochaffine D2-Dopaminrezeptoren und spannungsgesteuerte Calciumkanäle vom L-Typ und erleichtert die Hemmung von GABA. Ketamin kann auch Neurotransmitter wie Noradrenalin, Dopamin und Serotonin im Gehirn erhöhen. Primär wirkt es als Antagonist des NMDA-Rezeptors, eines inotropen Glutamat-Rezeptors. Also NMDA-Rezeptoren ermöglichen die Übertragung elektrischer Signale zwischen Neuronen im Gehirn. Damit die Signale passieren können, muss der Rezeptor geöffnet sein. Dissoziativer schließen die NMDA-Rezeptoren, indem sie diese blockieren. Diese Trennung von Neuronen führt zu Gefühlsverlust, Bewegungsschwierigkeiten und Anästhesie. Bei hohen vollanästhetischen Dosen wurde auch entdeckt, dass Ketamin an Myopioid-Rezeptoren Typ 2 in kultivierten menschlichen Neuroblastomzellen ohne agonistische Aktivität und an Sigma-Rezeptoren bei Ratten bindet. Außerdem interagiert Ketamin mit muskarinischen Rezeptoren, absteigenden monoaminergen Schmerzwegen und spannungsgesteuerten Calciumkanälen. Bei subanästhetischen und vollständig anästhetischen Dosen wurde festgestellt, dass Ketamin den Serotoninmangel im Gehirn durch Hemmung der 5-HT-Rezeptoren anstatt durch MAO-Hemmung blockiert. Die geschätzte Bioverfügbarkeit von richtigem Ketamin beträgt rektal etwa 25%, oral etwa 17% und nasal 45%. Das sollte bei 2-FDCK und 3-FDCK ähnlich sein. 2-FDCK und 3-FDCK sind dezent niedriger zu dosieren als normales Ketamin, auch wenn es unpotenter sein soll. Also eine leichte Dosis 10 bis 45 Milligramm, mittlere Dosis 45 bis 100 Milligramm. Starke Dosis 100 bis 175 Milligramm und eine sehr starke Dosis ist alles über 175 Milligramm. In Tierstudien wurde das Sicherheitsverhältnis also definiert als das Verhältnis der üblichen Freizeitdosis zu einer fetalen oder letalen Dosis verwendet, um das mit Ketamin beobachtete akute Risiko zu bewerten. Die Definition der letalen Dosis bzw. der LD50 ist die Arzneimittelmenge, die bei 50% der getesteten Versuchstiere zum Tode führt. Man bestimmte die Sicherheitsquote für orales Ketamin für Nagetiere auf 25 und schätzte, dass die mittlere tödliche Dosis bei einem 70 Kilogramm schweren Menschen durchschnittlich 60 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht oder 4,2 Gramm betrug. Das heißt, nasal könnten bereits zwei Drittel dieser 4,2 Gramm letal sein und bei Fluorketamin eben noch weniger, obwohl es schwächer sein sollte. Die Quellen zu den Versuchen und Fachinfos sind unter dem Video verlinkt. Die Substanz wirkt im Wesentlichen 1,5 bis 3 Stunden, wobei es höher dosiert auch länger sein kann. Manche kennen es mit Toleranz, wenn man aus dem K-Hole rauskommt und noch halb abwesend ist, direkt eine weitere starke Dosis verabreicht. Da kann ein Hole auch 4 bis 6 Stunden andauern. Vollständige Dissoziation hält damit fast die gesamte Länge der Wirkung an. Weil sobald die Potenz an den Rezeptoren abnimmt, nimmt sie schnell ab. Bei PCP dauert das fast Ewigkeiten. Die typischen Effekte sind Betäubung, also anästhetisch auf die kognitive Leistung. Der NMDA-Antagonismus kann bis zur Bewusstlosigkeit gehen, wobei man bis auf das Risiko sich zu übergeben keine außerordentlichen Gefahren bestehen. Solange man nur liegt und es nicht beim Feiern einnehmen sollte, da kann es durch den Kontrollverlust auch zu Kopfverletzungen kommen. Es wirkt kaum atemdepressiv, zentral dämpfend auch nicht wirklich. Es stimuliert den Kreislauf sogar ein wenig. Ketamin ist ja chemisch nicht weit von stimulierenden Aminen entfernt. Sollte man aber Opioide oder höhere Dosen Benzodiazepine dazu konsumieren, kann es bis zum Atemstillstand führen. Zusammen mit Midazolam wird Ketamin oft zur Narkose verabreicht, aber Midazolam ist das einzige Benzodiazepin, das man mit Ketamin recht risikoarm kombinieren kann.
Moderater Mischkonsum mit den richtigen Opioiden führt dabei fachgerecht zu einer Atemdämpfung von maximal 50 bis 70%, was definitiv zu wenig Atemleistung ist, aber im Fall der Fälle nicht wirklich tödlich sein sollte. PCP-Derivate haben auch eine opioide Wirkung, die vom Mischkonsum abgesehen auch so ihre Richtigkeit hat. Damit alleine zu überdosieren ist recht schwierig, aber bei Ketamin mit gesonderten Opioiden sieht es etwas anders aus. Bei anästhetischen Dosen Ketamin kommt es ja wohl nicht mehr dazu, dass man Opioide konsumieren kann. Aber wenn man erst Opioide in Mengen zu sich nimmt, die schon schläfrig machen sollten, dann sind zusätzliche Arylcyclohexylamine nicht geeignet. Richtiges Ketamin fällt in Deutschland unter das Arzneimittelgesetz. Die Stoffgruppenverbote für Arylcyclohexylamine des NPSG umfassen seit der Änderung vom 3.7.2021 2 FDCK und 3 FDCK, wenn mich nichts täuscht. Was für den Normalverbraucher heißt, der Besitz alleine ist straffrei und für Zwecke, die nicht dem menschlichen Verzehr zustehen, ist sogar richtiges Ketamin straffrei, bedarf jedoch einer Genehmigung. Das heißt, man wird als Kleinkonsument nicht außerordentlich verfolgt, wenn man nichts einführt oder abgibt. Aber da muss man sich eben bei der Substanz auch sicher sein, alles auf eigene Gefahr. Das zur Info, ich habe außer Konsum weitere Experimente mit Fluordeschloroketamin gemacht, um zu schauen, wie das Fluor sich bei Hitzeeinwirkung verhält. Dafür habe ich kleine Mengen FDCK auf Alufolie erhitzt, um es bei geringer Hitze, also es ist ja so, dass bei nicht geringer Hitze das Fluor mit dem Aluminium reagiert, aber damit es verdampft, braucht man auch nicht viel. Jedenfalls wird die Alufolie braun bis lila. In Glaspfeifen würde das, glaube ich, anders aussehen, aber dass Fluor sehr reaktiv ist, sollte klar sein. Ketamin zu rauchen macht sowieso keinen Sinn, die Substanz zerfällt viel zu schnell. Es bleibt nur ein niedriger zweistelliger Prozentanteil Wirkstoff bestehen, der Rest zerfällt zu dem typischen Schrott, den man nicht konsumieren will. Nasal hat eben neben intravenösem und intramuskulärem Konsum die höchste Bioverfügbarkeit. Der Mythos, dass man Ketamin mehrmals hintereinander nehmen muss, um ins K-Hole zu kommen, ist auch nicht wahr. Man kann mit einer extrem hohen Initialdosis auch direkt ins K-Hole kommen, aber zu den toxikologischen Angaben vorhin, die letale Dosis Ketamin mag extrem schwer auf einmal zu erreichen sein, aber es kann auch bei unregelmäßig wiederholtem Konsum dazu kommen, dass die Blase und die Nieren in Mitleidenschaft gezogen werden. Die 3 bis 4 Gramm, die eine 70 Kilogramm schwere Person initial umbringen kann, ist übrigens der orale Wert, also nasal wären initial vielleicht schon 2 bis 3 Gramm gefährlich. Aber ohne Toleranz hat jede Person mit einem Zehntel oder Zwanzigstel davon schon eine heftige Erfahrung. Mehrere Tage hintereinander konsumiert, kann es dazu kommen, dass sich die Blase auflöst und man Blut uriniert. Sollte sowas auftreten, sollte man den weiteren Konsum schleunigst unterlassen und in ein Krankenhaus geraten. Ich kannte früher eine Person, die mittlerweile verstorben ist, eine Legende aus der OMC. Ich will den Namen nicht nennen, aber einige werden ihn kennen. Er hat Ketamin, auch nachdem er Blut uriniert hat, weiterhin genommen. Er merkte Tag für Tag, wie der Urin immer röter und röter und irgendwann dunkelrot war. Dann ist er kollabiert, aber seine Blase hatte sich wieder regeneriert. Auch wenn nicht ganz, gestorben ist er Jahre später an etwas anderem. Also sollte jemand schlecht Pausen einhalten können und merken, dass der Urin langsam rosa wird, dann lass es am liebsten sein. Ketamin kann psychisch abhängig machen, körperlich nicht, aber selbst die psychische Sucht muss sich nach dem jeweiligen Gefallen der Person richten. Die meisten Leute haben nach einer harten Keta-Session erstmal keinen Bock auf weitere Konsumeinheiten. Wegen der Langzeitfolge der Frühdemenz sollte man auch das einhalten. Wem Ketamin wirklich gefällt, der wird mit 2 Tagen im Monat bei moderater Dosierung lange keine Probleme bekommen, außer es gibt eine Anfälligkeit dafür. Ich habe es früher, je nachdem, welche Menge parat lag, gemäßigter oder mal exzessiver konsumiert. Bei 1 Gramm waren es meist 1 bis 3 heftige K-Hole-Erfahrungen und dann war es weg. Bei mehreren Gramm blieb ich meist bei niedrigen Dosierungen, um es einige Tage hinweg zu verabreichen. Bis auf die Zerfallstest mit Alufolie habe ich Ketamin immer nasal gestaubsaugt. Ich hatte mal eine Ampulle Ketanest, die habe ich bis auf eine Spritze intramuskulär auf einen Teller trocknen lassen, um sie auch nasal zu konsumieren. Man sollte bei R-Ketamin und S-Ketamin natürlich auch auf die abweichende Dosierung achten, aber zurück zum 3-FDCK. Nach dem Verbrennungstest und einer Fingerspitze zum Ablecken war der metallische Geschmack als Ketamin bekannt.
Dann habe ich es auf Vertrauensbasis direkt so 300 Milligramm zurechtgelegt. Ich hatte mit Ketamin noch nie Probleme oder negative Auswirkungen, weshalb ich es meist immer so mache, dass ich 300 Milligramm lege, 150 ziehe und sobald es anfängt zu wirken, die nächsten 150 hinterher. Es brennt ordentlich, was man aushalten sollte und ganz wichtig ist es, das Röhrchen in Richtung Gehirn auszurichten und nicht in die Luftröhre, damit das Zeug nicht in der Lunge landet. Mit 300 Milligramm fast initial dauert es auch nur einige Minuten, bis man völlig neben der Spur ist. Liegen ist davon Vorteil, aber ich habe da auch des Öfteren im Sitzen schon hochdosiert. Mit genug Selbstbeherrschung knallt man da auch nicht mit dem Kopf auf den Tisch. Da kreist man meist so vor sich hin und her, aber Liegen ist vorteilhaft. Gering dosiert geht es auch nur etwa wie Alkohol auf die Motorik bezogen ab. 300 Milligramm Esketamin war initial das höchste, was ich mal genommen hatte, mit Toleranz natürlich. Aber das 3-FDCK ist um etwa die Hälfte schwächer als Esketamin, wirkt dafür viel länger und auch etwas anders. Ich habe keinen Plan mehr, wann ich da zum letzten Mal was getrunken hatte. Aber Ketamin reizt ja die Blase, weshalb ich dann zum Pissen erstmal aufstehen musste, wobei ich erst aufs Maul gefallen und danach erst aufgestanden bin. Ich laufe ins Bad, schlimmer als mit 3 Promille. Bei Alkohol werden ja auch Nervenzellen gelähmt. Bei Ketamin ist der Effekt eben keine Lähmung, sondern eine Blockade, was sich in etwa viel stärker als bei Alkohol auf die Motorik auswirkt. Man läuft, als wäre man aus Gummi. Der ganze Körper fühlt sich geladen, aber taub an. Jedenfalls habe ich dann gepisst im Sitzen. Ich hatte fertig gepisst und dann ging es los, dass ich mich gefragt habe, was ich hier wieder mache. Was wollte ich auf dem Klo? Wenige Sekunden später, ist das ein Klo? Bin ich ich? Was geht hier vor? Was ist was? Und direkt im Anschluss hatte ich vergessen, wie man vergisst und wie man denkt und alles weitere. Mich hat es dann auf den Boden gezogen, also ich bin nicht vom Klo gefallen, aber langsam heruntergesackt, um auf dem Boden zu liegen. Dann hat das K-Hole reingeschlagen, als also das anästhetische Traumerlebnis, was etwa wie ein Breakthrough nur eben dissoziativ und nicht assoziativ ist. Und was in den Durchbruchswelten passiert, ist mit Sprache und Dreidimensionalität nicht in Worte zu fassen oder zu beschreiben. Es ist einfach ausgedrückt eine Reise, aber von wo und wohin ist überhaupt nicht erklärbar. Als die Wirkung etwas abklang, kamen Gedankenschleifen hinzu, also halb fertig gedachte Gedanken, die irgendeine sinnfreie Deutung fernab oder teils nur mit Sprache zustande kommt. Vor sich herzustammeln ist in dem Stadium auch normal. Da kam es schon zu einigen Zitaten, die sehr mystisch oder einfach ausgedrückt einfach nur absurd klingen. Es ist eine Symbiose aus der Verhaltensweise, aus dem Alter, in dem man erst zu sprechen lernt und dem abgeknipsten Gedächtnis von aktuell. Keine Ahnung, ob man es mit der Definition dementes Baby richtig treffen würde, aber anders kann ich es schwer beschreiben. Wie dem auch sei, das Zurückkommen aus diesem anästhetischen Zustand ist wie bei einer Narkose, dass man eine Weile braucht, erstmal zu realisieren, wer man ist und was eigentlich abgeht. Das geht bei Ketamin relativ schnell, außer bei hohen Dosierungen. Da fällt man oft in ein zweites oder in ein drittes K-Hole, auch nachdem man wieder zu denken beginnt. Als ich zurückkam, war alles so schwammig und abwesend, aber nach knapp 4 Stunden war das Heftigere vorbei und gegen Ende fühlte ich mich wie verkatert, nur ohne Kopfschmerzen. Also ich finde, es klingt schneller ab, als es dazu zustande kommt. Wie dem auch sei, das war's zu 3FDCK. Bis dann.